Moin moin und willkommen zurück zu Zero Sievert. Es ist tatsächlich soweit. Wir sind in die klägliche Situation gekommen, dass unsere Kohle knapp wird und ich jetzt schon Sachen aus dem Stash verkaufen musste. Ja, wir haben jetzt noch 10.000 auf der Bank. Liegt aber auch daran, dass ich nahezu alle Repair-Kits verkauft habe. Und ja, die Nahrungsmittel habe ich jetzt mal noch nicht berührt. Andererseits können wir auch die Nahrungsmittel verkaufen, da wir Igor nebenbei schon mal abgeknallt haben. Und ja, je nachdem, wie sich das jetzt auf die Questline ausüben wird, ist noch fragwürdig. Aber im Grunde heißt die nächste Quest, also die eine Quest beim General, ja, Igor umlegen. Und wir haben es ja eigentlich schon erledigt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und nach dem Status unserer aktuellen Ausrüstung, ja, sind wir leider Gottes gezwungen, mal wieder Blutwunden einzulegen, Missionen zu ignorieren und einfach Ausrüstung ranzuschaffen. Das werden und müssen wir jetzt tun. Abgesehen davon, nehmen wir die Wildschweine mit. Da wir rein zufällig die Stoßzähne benötigen. Ich nehme mal. Weiß nicht, wie viel Kohle das Pelz bringt, aber wir nehmen es mal mit. Bauen wir uns erstmal kurz um. Nicht, dass hier noch eine Sau sich irgendwo versteckt. Gar keinen Bock drauf. 2. Na, siehst du. 8 Stück brauchen wir. Dann sollten wir diese einfach mitnehmen. Geht's schon los? Wir haben PS-Moon dabei, das heißt, wir machen hier One-Hits auf die leichten Dudes. Sehr gut. 2-Mann-Camp. Soweit kein Hit. Nehmen wir auseinander. Nichts dabei, was wir mitnehmen müssten. Weiß nicht, wie viel Kohle die Rüstung gibt. Wir nehmen es jetzt mal mit. Wir werden auch die Waffe mitnehmen. Nicht, weil sie so super toll ist, nein, sondern weil sie eventuell die ein oder andere Mark uns in die Kasse spülen könnte. Medibox, vielleicht haben wir Glück. Jawohl, modernes Medikit, das gibt Kohle. Und das Buch gönnen wir uns natürlich auch. Wir werden jetzt auch reingehen, ja, auch wenn wir hier bloß den Spind haben. Aber wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen können. Wir sind arm. Ja, klingt komisch, aber ist so. Selten, aber ist so. Wir sind echt arm dran und wo kommen die Ghule her? Natürlich kriegen wir die Ghule nicht mit einem One-Hit weg. Ich hoffe jetzt hier auf Ghoul-Tentakel. Die geben ein bisschen Kohle. Ne, leider nur Fleisch. Manchmal würde sich nicht so ein Ghoul reinhauen, ne? Die stinkenden radioaktiv verseuchten Viecher würde sich natürlich jeder in die Birne drücken. Ich weiß ja nicht. Nicht mal 6 Stunden abgekocht. Wow. Wir wären fast in die Wölfe gerannt. Eigentlich müssten wir an der City vorbeilaufen. Einfach nur, um wenigstens noch die eine oder andere Sache abzugrasen. Kleinigkeiten. Sehr vorsichtig. 6 Kilo. Nein, 9 Kilo. 3 Kilo, meine Güte. Berechnen kann, ist klar im Vorteil. Wir haben noch 3 Kilo, die wir einstecken können. Aber ich will nicht zu krass reingehen. Nein, nein. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Deswegen hier auch mit langsamen Schritten in Scope. Leiten wir uns hier dran vorbei. Um wirklich alles zu sehen.
Hier haben wir eine Bude. Wir gehen mal rein. Ah, okay. Eine Bude, wo es nichts gibt. Traurig, aber wahr. Wir hören hier Steps oben im Gang. Nichts zu sehen. Nicht zu sehen, aber gehört, deutlich gehört. Wieder mal ein Wolfpack, gar keine Lust. Schauen wir mal, wie gut wir drumherum gehen können. Hier ein bisschen verbrannte Erde. Sollte man natürlich nicht reinrennen, ne? Jetzt haben wir auch so viel Waldfläche hinter uns. Ein Hidden Stash oder ähnliches auch. Ungewöhnlich. Geh mal weg. Geh mal ran. Jetzt nach oben gucken. Na, ihr wisst ja. Haben wir einen, der will uns hier umlaufen. Hard Hit. Line Shot. Muss sie nicht so dicht ranlassen. Feuern die auch nicht. Rennen ins Feuer, er ist tot. Nein, doch nicht. Jetzt ist er tot. Sagen, ihr müsst auch ihr müsst dran sterben, wenn ihr hier reinrennt. Ein Hammer noch. Gut. Drei down. Und drei habe ich gesehen. Die Sau lassen wir mal rankommen. Das hat gut geklappt. Meine. Sprinten und schießen nicht möglich. Aber wir haben die Stoßzähne. Choki. Donnern wir uns gleich rein. USB-Stick brauchen wir. Dann haben wir zwei. Genau, genau. Ich mache jetzt auch einen ruhigen, ne? Das sollte man jetzt so ein bisschen merken, dass ich mich jetzt gar nicht hier aus der Reserve locken lasse. Das ist zu gefährlich. Geht nicht. Der Wein, der muss mit. Der gibt Kohle. Hier ist nichts los. Ich würde auch viel lieber reinrennen und rumballern wie so ein... Wie so ein Held, aber erstmal mit der Musin, nein. Und andererseits mit welchen anderen Mitteln und Reserven? Wir haben ja nichts. Nice. Kippen. Sehr schön. Immun nehmen wir mit. Da wir jetzt eh überlastet sind, kommen wir den Rest aufnehmen. Jetzt und hoffe, dass uns die Gier unsere Gier hier nicht umbringen wird. Andererseits, ihr habt es gesehen. Und da eine 5er Rüstung. Jetzt nicht ohne Rüstung, ohne Deckung kämpfen. Kassenstein. Hier ist eine Deckung. Hier sind wir völlig frei. Aber ich sehe ihn nicht mehr. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass er umgefallen ist. Doch, er ist tot. Der Rabe ist der Indikator. Wir gehen rein. Wir haben ihn erwischt. Gott sei Dank.
Mit einer Premium-Schokolade in der Hosentasche. Da finden wir Body Armor. Weit ist der Access Point? Nicht weit weg. Wir sind hier soweit sicher. Ich hole jetzt hier den Stuff. Okay, ich kann nicht alles tragen. Na, dann wird's Dark Rot hier, ne? Nennt's wie ihr wollt. Du, komm schon. Wird schon um. Jetzt. Dunkelrot ist okay, hellrot ist meh. Dann bleibt der Charakter stehen, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt schnell in die Zone reinkomme. Ne? Wenn ich jetzt hier rot werde, ist egal. Wir können natürlich auch richtig babomäßig hier was ablegen in der Zone und uns dann vollpacken, wenn ihr es richtig übertreiben wollt, aber ich will jetzt die Folge nicht in die unnötige Länge ziehen, obwohl, ich bin ehrlich, wir hätten jede Mark nötig. Das ist so. Jo, das hat sich absolut ja nicht gelohnt. Kohle, ne, die lohnt sich auch nicht mehr so wirklich. Tentakel lohnt sich auch gar nicht. Medikit lohnt sich auch gar nicht. Kippen müssen wir behalten. Relais lohnt sich auch nicht. Und Stoßzahn, weiß ich nicht. Denn doch lieber hier so eine kleine Rüttelknifte. 2 Kilo. Ah, da hätten wir schon mehr mitgerissen. Ritzen, okay. Na gut. Aber wenigstens ein bisschen was. Dann wollen wir mal nicht gleich wieder rumnörgeln, ne? Aktuell super wichtig, einen Haken dran zu machen, dass man überlebt hat. Oh. Die Kippen gehen nicht in die Schnellauswahl. Sehr interessant. Das ist interessant. Wir haben eine Waffe, wir haben Munition dafür. Ist völlig in Ordnung. Die Rüstung legen wir ab. Machen wir noch eine. 17 Uhr. Schwierig. Müssten wir schnell sein. Was sagt die Rüstung? 50% ist mir zu dünn. Ah, wir mussten den größten Teil wieder ausgeben. Haben aber hier noch ein großes Medikit. Das kommt weg. So. Das machen wir weg. Holen uns jetzt noch einen Schwung Munition. Wir werden wieder mit der Mosin reingehen. Oh nein. Wir brauchen den nächsten Tag. Wir nehmen den... Ja doch, wir werden es machen. Holen zum nächsten Tag. Brauchen dann natürlich wieder müssen dann wieder Nahrungsmittel bezahlen. Oder werden keine Nahrungsmittel bezahlen. Sondern wir werden einfach aus unserem Stash futtern. Warum ich das nicht schon von Anfang an gemacht habe. Ja, keine Ahnung. Der fragt da den Falschen. Ist die Frage Rüstungs-Repair-Kits? Ja. Ask. Irgendwas Vernünftiges? Nein. Natürlich, wir könnten wieder ins riesige Camp rennen und versuchen, Oral zu killen, aber... Nein. Lass mal nicht machen. Nicht mit der Musin. Das wird nichts, ne? Haben wir ja gesehen, in diesem Camp sind ja, weiß ich nicht, 1000 Leute. Gefühlt. Da musste ja schon mit so viel Moon reingehen, das ist unnormal. Und zwar fand ich richtig wild. So. Coke. Warte mal, müssen wir mal gucken hier. Wie sieht es denn aus? 50 brauchen wir und hier brauchen wir 30. Und Fleisch ist immer eine schlechte Idee. Da liegen noch Verbände drin herum. Nice. Wir haben mehr Durst. Das müssten wir jetzt hier fixt haben. Passt. Butter und den Energy nehmen wir mit. Und dann ist alles schick. Fleisch verkaufen wir nochmal. Dann können wir uns nochmal ein bisschen gesund stoßen.
Lächerlich. Ja. Völlig gesund gestoßen, nicht? Warum können wir auch kaufen? Wir haben eh keine andere Waffe, mit der wir gerade reingehen können. Bei anderen Spielen würde ich jetzt sagen, naja, kein Problem, Sniper-Level, ne? Los geht's, aber nee. So cool ist das nun auch nicht. Forest, wir gehen rein. Wir looten. Keine andere Chance. Eine andere Chance. Wir müssen uns in Basiswehr erarbeiten. So, wir müssen mit so wenig wie möglich reingehen, aber immer noch so ja, wirkungsvoll wie möglich. Oder wie nötig, besser gesagt. Das ist schwierig. Schwierig zu sagen. Ich würde ja ins. Im Normalfall würde ich einen Stash Run empfehlen. Aber die Stashes überall woanders sind. Die Green Army Dudes mir gerade auf die Pelle rücken, die uns ja immer noch lieben. Ist das leider nicht möglich, so wirklich. Lieber wirklich. Lieber einen gegierten Hunter als drei von den Green Army Dudes, die sowieso unnormal sind. Und wir nehmen nur die Stoßzähne mit. Kein Bock auf Zumüllen, Tentakel bringen nix. Fleisch bringt kein Geld. Gucken wir lieber nach coolen Shit. Was haben wir denn hier? Ein Office Key für die Mall. Die Mall, ne, das wär's eigentlich. Da müssen wir reingehen. Aber ob wir den Mall Run überleben? Schwierig. Oh, ich hab hier Stimme gehört. Die sehen besser gesagt. Hören ist ja so eine Sache. Halt doch richtig geguckt. Here, go, go. Sehen? I'm pushing. Und dann gibt's auf die Fresse. Push immer noch. Erstmal gucken hier. War schon wieder anstrengend. Ist auch nur Scheiße bei. Nimm mich zurück. Oh, da ist der Sack voll. Was willst du machen? Ab nach Hause. Hier sichern. Boah. Hat es der Jam vor ihm gerettet? Jam-Bot-Waffen? Nee. Nee, bei Bots jammen die Waffen nicht. Kannst du vergessen. Ja, wir verbissen uns jetzt. Kannst du vergessen, dass wir hier nochmal reinrennen und das ganze Gear riskieren, abgesehen davon, dass hier noch Green Army Dudes rumrennen. Na, Hidden Stash wäre jetzt Todsünde. Weil da waren die Leute. Kurz auf die Map. Wir müssen ein Stück runter. Ich hoffe jetzt, dass die Green Armies da nicht lang gelaufen sind, sondern sich den Schüssen hinziehen. Es sei denn, die machen diesen Move nur, wenn man unentdeckt ist. Kann aber nicht, die haben hier ein Camp auseinandergenommen. Gucken wir mal rein. Oh, der Grip, der geht. Mit der Waffe aus. Schrott. Aber bis zum Ausgang schaffen wir damit. Die ist noch voll. Los geht's. Der Ausgang ist unweit entfernt. Und wenn wir jetzt ein bisschen in Deckung langhangeln, bin ich ganz zuversichtlich, wir schaffen's. Noch ein bisschen extra Money mitgenommen, die Rüstung, die Einser. Es ist eine Einser-Rüstung, ich weiß. Aber sie ist voll und sollte damit auch ein bisschen was wert sein. Wunderbar.
Das hätten wir. Kleine Schritte. Wir müssen schon wieder kleine Schritte machen. Aber ich finde es gut. In der normalen Spielzeit, jetzt gehen wir mal noch davon aus, wir würden nicht Hardcore spielen, sondern wir würden nach jedem Tod alles wiederkriegen. Dann wäre das easy going, ne? Müsste man sich über nichts Sorgen machen. Dann stirbst du halt, so wie Schissen. Aber das wäre ja auch unnormal langweilig. Wäre nichts für mich. Dann würde ich sagen, nö, dann hätte ich keinen Bock. So, ablegen. Genau. Machen wir es einfach mal so. Ja, so viel Zeugs haben wir nicht. Da können wir das noch so stapeln. Die Sachen behalten wir. Ein bisschen Medizeug für die Tasche. Auch nicht schlecht. Fünfer Rüstung auf jeden Fall. Ah, und dann bleibt eigentlich leider nicht so viel zum Verkaufen übrig. 6000, gar nicht schlecht. Volle Rüstung 3000. Gut, da kann man auch eine runtergeschossene mitnehmen. Da kriegt man ja trotzdem noch 2000 für. Braucht man sich darauf nicht festnageln lassen, oder dann kann es trotzdem benutzen. So, gucken wir mal in die Quest, bevor wir jetzt hier die Folge absägen. First Aid Kit, Bleed Gale, also wir müssen quasi noch eine Wildsau erschießen. Damit könnten wir die Quest schon schaffen. Luna's Work. Survive two times Forest, okay. Das werden wir noch machen müssen. Auch in der nächsten Folge werden wir wieder Loot Runs machen, bis wir wieder mal ein bisschen auf den grünen Zweig kommen. In der Zeit können wir auch mal schauen, ob wir noch ein Upgrade ziehen können. Nein, leider nicht. Das, was ich bräuchte, wir bräuchten noch mindestens ein Metallrohr und einen Hammer. Ich hätte jetzt Axt gesagt, aber okay. Dass wir endlich mal Munition craften können. Wieder aus dem Eimer kommen. Das Material dafür haben wir. Das wären ja nur diese zwei. Das wäre einmal Scrap Ammo und Scrap Material. Und daraus könnt ihr jede Munition craften, die ihr irgendwie braucht. Gut. Bedanke ich bei euch fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, wäre sehr nett, wenn euch dieses Projekt gefällt. Wenn ihr sowieso immer dabei seid, gerne auch ein Abo andrücken. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge bei Zero Sievert und hoffentlich, wirklich, hoffentlich guten und effektiven Runs. So viel erstmal dazu. Also dann, reingehauen.